So, dann gucken wir mal, wo es da weitergeht. Schauen wir, schauen wir, schauen wir, schauen wir. Recht groß, diese Zelthallen da. Da geht's raus. Da geht's eh nicht weiter. Docks. Ich höre Möwen. Da sind Schiffsteile. Das heißt, wir sind relativ nah bei den Docks. Schauen wir mal, was haben wir da drinnen? Schon wieder mein Tablet, schon wieder mein Mailverkehr. Das Mail lesen. Von Manuel Porretta. Psychologisches Gutachten von Liam Burke an Martin Hedge. Martin, zunächst einmal muss ich erneut Einspruch erheben. Was Sie von mir unter dem Deckmantel eines psychologischen Gutachtens verlangen, ist nichts weiter als eine eklatante Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht meinerseits gegenüber Liam Burke. Und ich tue es nur, weil Sie mir keine andere Wahl lassen. Ich verstehe ja, dass unsere Vorschriften und Gesetze, aber selbst unsere Moralvorstellungen in der Welt der Zukunft nicht länger anwendbar sein werden. Aber noch ist es noch nicht so weit. Sie und Mr. Serene vertrauen mir das langfristige mentale Wohlergehen von Hunderten von Menschen an. Und ich möchte Ihnen hier und jetzt sagen, wenn Sie nicht nur mir nicht vertrauen, sondern auch dem System nicht, wo war ich jetzt? Diese Scrollerei ist ein Wahnsinn. Auch das System nicht, das uns alle speziellen Positionen zugewiesen hat, dann werden wir uns davon niemals erholen. Was Burke betrifft, ist es meine fundierte fachliche Meinung, dass dieser Mann ein Pulverfass ist. Nach außen hin mag er ruhig erscheinen, aber er steht unter immensem Druck. Ich verstehe, warum Sie ihn aus dem Stryker-Programm genommen haben, aber im Endeffekt haben Sie dadurch nur erreicht, dass er nun das Gefühl hat, dass das Ende der Welt nahe ist. Selbstverständlich kennt er keine Einzelheiten. Dafür wurde er zu früh von dem Programm abgezogen, aber er weiß, dass wir uns auf eine Bedrohung in der Zukunft vorbereiten, die auf irgendeine Weise den Fluss der Zeit unterbricht. Und dass Gefahren auf uns lauern, Gefahren, auf deren Bekämpfung wir die Stryker ganz speziell vorbereiten. Es gibt Männer, die zufrieden damit sind, Befehle zu befolgen und dass sie andere mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Burke ist keiner von diesen Männern. Er ist bereit, Gewalttaten zu begehen, ohne nach dem Warum zu fragen. Aber man sollte das nicht vorhanden sein, von Skrupeln nicht mit blindem Gehorsam verwechseln. Burke braucht Handlungsfähigkeit. Er hat das Gefühl, grundlegende Bedürfnis, das Gefühl zu haben, dass er sein Leben im Griff hat und sie müssen ihm eine Position zuweisen, in der er dazu nicht mehr in der Lage ist. Was? Was sind das für Sätze bitte? Burke braucht Handlungsfähigkeit. Er hat das grundlegende Bedürfnis, das Gefühl zu haben, dass er sein Leben im Griff hat und sie müssen ihm eine Position zuweisen, in der er dazu nicht mehr in der Lage ist. Was ist das für ein Arschsatz? Unglaublich. Man kann es einfach auch schreiben, dass sich wieder einer austobt. Er ist gut darin, anhand von Fakten, die ihm zur Verfügung stehen, Muster zu erkennen und präzise Schlussfolgerungen zu ziehen. Und er hat sehr richtig geschlussfolgert, dass er auf ein bestimmtes Szenario vorbereitet wurde, von dem der Monarch glaubt, dass es eintreten wird. Ihm ist außerdem schmerzlich bewusst, dass er kein Teil der Lösung sein wird, wenn dieses Szenario eintreten sollte. Er weiß um den Sinn und Zweck der Stryker-Schutzanzüge, dass sie einzig und allein in einem Nullzustand nützlich wären und er versteht, dass man in eben diesem Nullzustand ohne Stryker-Schutzanzug im Grunde genommen ein toter Mann ist. Selbstverständlich weiß er nichts von dem Rettungsbootprotokoll. Wäre dies der Fall, wüsste er auch nicht, dass er nicht dazugehört. So oder so, die Quintessenz ist, dass er sich in einer ausweglosen Situation befindet. Er befürchtet, dass das Ende der Welt naht und er weiß, dass er nur mit der Technologie, zu der Monarch ihm den Zugang verwehrt hat, eine Überlebenschance hätte. Er kennt keine genauen Details und er weiß auch nicht, wie das Ende der Welt vonstatten gehen soll, aber das macht alles nur noch schlimmer. Furcht und von den Dingen ausgeschlossen zu sein, das zeitgerecht ungeheure Sorgen und Beklemmungen, Mr. Hedge. Vielleicht zeigt er es nicht, aber glauben Sie mir, Burke spürt es. Er sorgt sich um sich selbst und um seine Familie. Es dürfte Sie übrigens interessieren, dass seine Frau schwanger ist. Sie können sich sicher vorstellen, dass diese Tatsache noch weiteren Druck bedeutet.
Angesichts des Rahmens, unter dem wir operieren, weiß ich nicht wirklich, wie ich dieses Problem lösen soll. Mit Burke haben Sie einen ungemein fähigen Agenten, aber Sie haben ihn aus ausweglose Lage gebracht. Ich denke, er wird weiterhin alle seine Aufgaben effizient erledigen, solange er Ihnen keinen Grund dazu glauben gibt. Blablabla. Scheiß drauf, der Burke, ist eine Gefahr. Fertig. Das hätte man in Ansatz auch machen können. Der hätte einfach ein psychologisches Gutachten machen sollen, dass er, ja, der Burke ist instabil, zieht seine persönliche Meinung und seine Prinzipien vor gegen die Firmenziele. Das kann ihn gefährlich machen. Er weiß gewisse Teile von der Mission, was ihn wiederum gefährlich machen kann. Also halten Sie ihn einfach in Schach oder unter Beobachtung oder ziehen Sie ihn aus dem Verkehr. Hätte gereicht, fertig. Da muss ich nicht eine Mail über 15.000 Seiten schreiben. Es ist Microsoft. Keep it simple. So, wir rennen wieder ins nächste Zelt. Green Zone. Vom Zelt ins Zelt. Oh na. Von Charlie Wincott, Amy Ferriero, was geht ab, ihr Deppen? Also ich habe mir Amy Ferriero genauer angesehen, nichts wirklich Überraschendes dabei. Gute Noten, keine Studienkredite, denn Daddy hat ordentlich Kohle, beliebt das klassische Ich bin besser als ihr, weil ich so schwarmherzig bin Paket und studiert nichts, was in einer Welt, in der man für einen Lebensunterhalt arbeiten muss, auch nur annähernd nützlich wäre. Sie fährt voll auf den Aktivisten-Lebensstil ab, protestiert immer gegen irgendwas und rettet jeden Wal, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und die Bäume umarmt sie dann auch noch. Gehen. Sie unterzeichnet 2 Petitionen pro Woche und verbringt in etwa ihr halbes Leben damit, ihre Nase in Angelegenheit anderer Leute zu stecken. Ehre, wem Ehre gebührt, sie ist ziemlich gut darin. Außerdem hat sie eine Menge Freunde, die sich für denselben Kram interessieren und sie scheint ziemlich gut darin zu sein, sie zu koordinieren. Macht sie quasi perfekt für unsere Zwecke, denn wenn ihr sie dazu bringt, dass sie sagt, was wir wollen, gibt es eine Menge Leute, die auf sie hören werden. Sie hat weder einen Freund noch eine Freundin, keine Ahnung, welche Richtung sie da bevorzugt, warum gibt sie das im Internet nicht an, weiß sie nicht, dass es dazu da ist, aber ihre Familie ist recht groß und sie scheint ein Familienmensch zu sein. Wenn wir also ein Druckmittel brauchen, das ist die richtige Adresse. Ihr solltet aber dafür sorgen, dass sie auf unserer Seite bleibt. Wie ich bereits erwähnte, sie ist bei ihren Leuten recht beliebt und wenn sie den Verdacht bekommen, dass sie reingelegt wurde, können sie ganz schön für Ärger sorgen. Ihr wisst ja, wie diese sentimentalen Neo-Hippie-Hipster sind. Sie laufen immer gegen irgendetwas stumm. Heilige Scheiße, bin ich froh, dass ich nicht mehr aufs College gehe. Ja, ja. Du wirst dir nur wünschen, dass du aufs College gehst. Da gibt's wenigstens jetzt einmal ein bisschen Waffen. Okay. Das heißt nichts Gutes. Das heißt, wir werden gleich wieder in den Kampf ziehen. War nicht da Munition und alles Krieg. Sir! Paul! Stopp! Komm zurück, verdammt! Nein! Das war gerade noch. Heilige Scheiße. Ich soll da rein? Da geht doch nichts. Wo soll ich denn da? Ich kann da nicht. Wo soll ich? Okay. Konzentrier dich, Chef. Konzentrier dich. Scheiße. Da wollte ich wuschen und dann hat's mit der Wuschen. Okay.
Dann hat es mich erwuschen. Gut, das heißt, wir müssen das Ganze jetzt nochmal machen. Okay, konzentrier dich, Jack. Konzentrier dich. So, jetzt müssen wir da mal kurz warten. Boah, okay. Die Anomalien wurden heftiger. Es traten ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auf. Damals dachte ich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Aber wir wissen, dass es das tat. Ich muss da irgendwie mal rauf. Hoffentlich bin ich nicht gleich tot wieder. Okay. Okay. Komm. Spring rauf da, du Idiot. Ach Gott. Ich muss einmal schauen, wie das Ganze arbeitet. Jetzt geht es wieder zurück. Jetzt geht es wieder vor. Da ist ja wieder so ein Schiffsteil. Wo muss ich denn hin überhaupt? So. Ich muss hier verdammt noch mal raus. Jo. Ach du Schön. Das war sehr knapp, Jack. Wo muss ich denn jetzt weiter? Ich muss jetzt einmal schauen. Verwirrt. Ich bin verwirrt. Das ist ein verdammtes Labyrinth hier. Jo. Ich weiß. So. Okay. Weiter. Nein, 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 nein. Nicht. Scheiße. Wie soll man denn das wissen? Ich meine, da... Das ist ganz normal zum Runterspringen, oder? Nein, 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 nicht schon wieder! Los, 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 los! Boah! Okay. Lass es unten. Wieso wechselst du die Waffe, ohne dass ich das sage, du sollst wechseln? Das ist auch komisch. Alter, jetzt bleib doch mal da ruhig stehen, du Wichser, du! Ich
Arschgeige. Diese Third Person, ich bin immer gewohnt, dass man gerade vorzielt bei der First Person. Beth war auf dem Weg zu mir gewesen. Ich ging davon aus, dass sie dort draußen in der Nähe des Trockendocks eingefroren war. Ja, gehen wir mal aus davon. Weg da. So, einen kurzen Blick werfen. Wo geht's denn weiter? Dort geht's weiter. Na, wenigstens die ist offen. Meine genauen Worte waren, tu nichts Unüberlegtes. Zuhören konnte ich noch nie. Na, dann lern es. Steig ein. Und wenn ich dir nicht traue? Dann erschieß mich. Tut mir leid, aber ich nehme den Van. Das war, weil du nicht auf mich gehört hast. Au! Wenn du verhindern willst, dass die Zeit zusammenbricht, brauchst du meine Hilfe. Und vielen Dank übrigens für den Passagier da hinten. Ich komme mir bald vor wie ein Babysitter. Babysitter? Soll das ein Scherz sein? Auf dem Computer waren gute Informationen. Miststück. Mein Auto, meine Musik. So läuft das. Was zum Teufel ist bloß los mit euch? Sehr gute Scheiben. Ja, ich weiß, da wird gemeckert, aber es ist eine gute Scheibe. Mir gefällt's. Was hat sie in die Schwimmhalle geführt? Will sagte, in seiner Tasche wäre etwas Wichtiges. Ich fand nur einen Schlüssel mit dem Anhänger Bradbury Swimmingpool. Die einzige Spur. Das muss es sein. Das scheint schon seit Jahren geschlossen zu sein. Das perfekte Versteck für etwas, das nicht gefunden werden soll. Es wird Zeit, dass du mir alles erzählst. Will hat das einzige Gerät gebaut, das den Riss aufhalten kann. Ich weiß, dass wir es finden sollen. Und dass Monarch das verhindern will. Und doch trägst du ihre Uniform. Ich mag, wie ihre Hosen sitzen. Ja, ich wette, der Scheck kam auch nicht ungelegen. Ich brauchte eine Tarnung, um Informationen zu sammeln. Ihr wisst erst ein paar Stunden davon. Ich bereite mich schon mein ganzes Leben darauf vor. Sie wussten nicht, dass sie William gehörte? Über Will habe ich vieles nicht gewusst. Wir müssen die Gegenmaßnahme finden, die dein Bruder gebaut hat. Und zwar schnell. Je größer der Riss wird, desto schlimmer wird alles. Und Monarch wird auf der Suche nach dir jeden Stein in Riverport umdrehen. So, Bradbury Schwimmbad. Was wird uns da drin erwarten? Jetzt bin ich ja in charmanter Begleitung zweier Ladies. Da kann man ja nicht viel passieren. Eine hat einen guten Umgang mit Waffen und einen guten Schlag. Die andere hat Jack, eine große Klappe. Dieser Schlüssel, bestens, den du aus Wills Aktentasche hast. Ja. Bitte sehr. Ohne mir geht's ja doch nicht, ne? Der Schlüssel passt nicht. Nein. Nein. Na gut. Ich finde einen anderen Weg rein. Ja. Mach schnell. Ich halte nach unerwünschtem Besuch Ausschau. Ja. Was kann ich mit denen reden jetzt, mit der Imi? Geht's dir gut? Ich habe gerade die Nachrichten gecheckt und Monarch wird als Held gepriesen. Nein, mir geht es nicht gut. Hätte ich mich nur geweigert, dieses Geständnis abzulegen. Dann wärst du jetzt tot und ein anderer hätte es getan. Das macht es nicht besser. Naja. Eine Idee, wie wir da reinkommen? Das ganze Gebäude fällt auseinander. Irgendwo muss es doch eine Öffnung geben. Gut, wir werden sie finden. Was haben wir da? Das ist seltsam. Ich könnte schwören, es war dasselbe Taxi, das ich zur Uni genommen habe.
Es ist ein Taxi, die sehen doch alle gleich aus. Ja, aber nicht mit gleichen Kennzeichen. Und die Nummer 466. Vielleicht kann ich was herausfinden. Ein Versuch ist das wert. Ja, das war super. Das wäre super. So, machen wir mal ein View. Was haben wir da? Da haben wir was. Da oben haben wir was. Das habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt, aber okay. Hat da jemand ein Graffiti gezeichnet? Tatsache, okay. Komm, rauf mit dir. Hey, ich habe gerade das Nummernschild des Taxis, das da drüben parkt, überprüft. Es gehört einem Nick Masters. Mhm, sagt uns der Name was? Nick Masters? Das ist der Name eines Zeugen, den wir bei der Uni aufgegabelt haben. Ja, ich erkenne sein Foto wieder. Ich habe ihn dort gesehen. Aber wie ist sein Taxi hierher gekommen? Glaubst du, das war Monarch? Unmöglich. Ich habe Monarchs Aktivitäten die ganze Zeit überwacht. Ich weiß es wirklich nicht. Nichts ist unmöglich. Hey, ich glaube, ich habe einen Weg hineingefunden. Ja, Amy? Was ist? In der Universität wurden noch andere festgesetzt. Freunde von mir. Was ist mit denen passiert? Interessiert keine Sau, wie ein Weg gefunden hab. Die sollten jetzt wieder frei sein. Monarch hat sie genau. Wenn die zwei Frauen quatschen, dann ist alles andere eigentlich Blunzen. Können wir ja aus dem realen Leben. Aha. Verdammt! Diese Anomalien verschwinden nicht. Ja. Ich wette, dein kleines Video in den Nachrichten hat dazu beigetragen. Nichts für ungut. So, pass auf. Wir können jetzt darunter. Okay, das schaut mir aber irgendwie nicht nach Schwimmbad aus, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht bin ich dann noch zu hoch. Vielleicht bin ich dann am Dachboden. Mit der Arme springen. Das ist eher umfunktioniert auf ein Labor. Will hat in diesem Gebäude seine persönlichen Sachen versteckt. Okay, 17. Mai 1998, mein Name ist William Joyce und ich führe gleich den ersten Tierversuch mit dem Prototypen an meiner treuen Hausmaus, Schrödinger, durch, um... Sie ist weg. Wohin? Scheiße. Komm schon, Schrödinger, komm zu Willy. Na komm, alles okay? Komm schon, Will. Was soll ich hier finden? Okay, los geht's. Wir schicken Schrödinger jetzt in die Maschine. Im Uhrzeigersinn durch den Korridor. Dadurch wird er 5 Minuten in die Zukunft geschickt. Das heißt, er wird genau 5 Minuten, nachdem er die Maschine betreten hat, hier wieder erscheinen. Es sind jetzt 3 Minuten vergangen und es gibt kein Zeichen von Schrödinger. Ein sehr gutes Zeichen. Noch 2 Minuten. Okay, also, ja. Wie sich herausgestellt hat, saß er die ganze Zeit im Korridor für 5 Minuten und hat dabei auf die Röhren geschissen. Das zeigt eine ganz klare Schwachstelle in meinem Test. Meine Maus ist ein Idiot. Okay, die Maschine läuft sich gerade wieder warm. Test Nummer 2 wird eingeleitet in etwa 5 Minuten und 15 Sekunden. Es ist nun klar, dass der einzige quantifizierbare Test eine Reise in die Vergangenheit ist. Die Maschine ist kalibriert, um Schrödinger 5 Minuten in die Vergangenheit zu schicken. Also wird er sich jetzt dem Uhrzeigersinn entgegen durch den Korridor begeben. Und wenn er auf der anderen Seite... Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, es hat geklappt. Das ist der eindeutige Beweis, dass... Was ich hier vor mir habe, ist die zukünftige Version derselben Maus, die 5 Minuten in die Vergangenheit gereist ist. Schrödinger, hier, dein Zukunfts-Du. Autsch, oh, der Scheiß hat mich gebissen. Okay, er hat es also zusammengebracht mit der Maus namens Schrödinger. Er verwendet dieselben Namen wie ich. Ich sage zur Schrotflinte immer Schrödinger. Oder Herr Schröder. Gut. Das heißt, er hat da Miniaturversuche gemacht mit Mäusen und hat da also den Prototyp gebaut, zu demselben, was der Paul gebaut hat, um eben die Gegenmaßnahme zu ergreifen können. Ja.
Eine Rechnung über $12,000 für einen Umzug. Du hast wohl mehr als nur alte Kisten hierher schleppen lassen. Ja, das braucht man nicht im Detail anschauen, sonst lesen wir uns wieder. Du besitzt diesen Ort seit 1999? Warum hast du mir nichts davon erzählt, Will? Das ist also die Bradbury-Schwimmbad-Beleg, damit er... Der hat das als dieses alte Schwimmbad also gekauft anscheinend, okay. Was haben wir da in der Kiste? Kein Wunder, dass du immer so verrückte Einfälle hattest. Was auch immer das uns sagen soll. Okay, dann werden wir mal die zwei Mädels reinholen. Sonst klopft mir die Amy die Tür wieder blutig. Hallo Riverport, hier spricht Theresa Sedmack. Ich vertrete Bobby Redford und werde Ihnen Ihren Tag mit einigen guten Neuigkeiten versüßen. Die Personen, die während des Terrorangriffs auf die Riverport-Universität verwundet wurden, werden im Monarch Solutions Medical Center von Riverport versorgt. Und das Krankenhaus hat eine Erklärung abgegeben, dass sie alle stabil und über das Gröbste hinweg sind. Ich bin mir sicher, dass sie dankbar für all ihre positiven Gedanken und Gebete sind. Im Hinblick auf jene, die den Angriff nicht überlebt haben, liegen uns noch keine abschließenden Opferzahlen vor. Wir wissen aber, dass die meisten der Toten zum Sicherheitspersonal von Monarch Solutions gehören, dessen professionelles Handeln zahllose Leben gerettet hat. Auf Kosten ihrer eigenen. Jack Joyce, der Terrorist, verantwortlich für dieses Massaker, ist noch immer auf der Flucht. Die Behörden gehen davon aus, dass er sich immer noch in Riverport aufhält. Und dank zahlreicher Hinweise seine Festnahme bevorsteht. Oh, da spielen wir gleich wieder Musik dazu. Mich als Terroristen zu bezeichnen und dann gleich wieder Musik zu mischen. Aha, da geht's runter zur Schwimmhalle anscheinend. Ich möchte da nur mal schauen. Tut sich da was? Ich bin dran. Gents, das sind die Umkleidekabinen der Männer. Gents für Gentlemans. 4. Juli 2010. Was zum Teufel ist das? Dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich soll in der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme. Einfach weg. Schatz. Der Safe. Leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft, unser aller Leben, hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. Das Video hatte deutlich gemacht, dass er in der Vergangenheit mit Beth zusammengearbeitet hatte. Ich fragte mich, was sie noch verheimlichte. Und nächster Versuch. Nope. Nicht, hätte sein können, dass er da passt. Naja, das Video müssen wir der Beth dann zeigen. Da geht's dann zu den Schwimmbädern, da geht's aber nicht weiter. So, da müssen wir die Mädels reinlassen. Mach ich. Ja. Machst du uns mal die Tür auf oder wie? Nö, im Moment nicht. Ja, warte kurz. Solange ich da alles alleine begutachten kann, werde ich das tun. Na, was ist? Kannst du die Tür? Geht nur von der anderen Seite wahrscheinlich. So. Was haben wir denn da? Da liegen immer so Schachteln. Engineers. Was auch immer das ist. So, jetzt hängt der Jack wieder am Regal fest. So, wollen wir sie reinlassen? Wollen wir die Mädels reinlassen? Wir wollen sie reinlassen, ja.